Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit Transformers TFC Toys Uranus Member Eagle. Ja, Eagle wird hier in einem ganz normalen F-15-Style geliefert, was ich ziemlich cool finde. Sehr stark angelehnt an den Air Raid der damaligen G1 Combiner von Superion. Ja, und ich finde, die Figur ist wirklich 1:1 verdammt gut umgesetzt worden. Mir gefällt sie sehr gut. Die Details sind einfach atemberaubend. Ich muss aber dazu sagen, ich empfehle jedem hier auf jeden Fall von reprolabels.com die zusätzlichen Sticker sich zu beschaffen, um hier das 1:1 Outfit quasi oder das Aussehen ja, von Air Raid aka Eagle für die Generation 1 Line zu holen. Macht auf jeden Fall deutlich mehr her. So, bevor wir jetzt aber zu der Figur kommen, stelle ich jetzt erstmal zur Seite, gibt es jetzt erstmal die Verpackung. Wie immer, die Verpackung ist ziemlich cool gemacht. Hier im typisch klassischen Style von TFC Uranus. Wir haben einmal hier den Fußmodus, den Fliegermodus und hier den Robotermodus. Die Details, finde ich, sind echt atemberaubend. Ich zoome einmal mal näher ran. Wir haben einmal natürlich im Hintergrund diesen Blueprint mal wieder. Dann haben wir hier den Eagle in seiner Roboterform, was ich sehr cool finde. Die Füße sehen, ich mag ja dieses Mega-Man-Style, wenn die Füße auf jeden Fall ein bisschen dicker sind. Macht auf jeden Fall echt was her. Und auch hier, die Raketen können hier als, ich weiß nicht jetzt, ob das jetzt zwei Waffen sein sollen oder ob das jetzt wie so eine Nahkampfwaffe ist und ist ein Rambock. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ziemlich gut gemacht. Obwohl ich sagen muss, die Raketen hätte man bisschen abändern können, da gehe ich aber später nochmal drauf ein. Ja, ansonsten haben wir hier oben den Flieger. Wie gesagt, ziemlich cool gemacht. Hier mit den Raketen nochmal außen dran. Und hier einmal den Fuß. Mit den Raketen einmal als Frontblende, finde ich auch sehr gut gelungen. Also auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich hier noch einmal an der Seite Eagle in seinem Artwork, was ich absolut geil finde, absolut, die Spiegelung von dem Metall, alles sehr gut rübergebracht, macht echt was her. Vorne ganz normal die Frontseite, in Silber Metallic hier Uranus draufstehend, im Hintergrund sehen wir hier die, das X-Ray Bild. Ich habe jetzt mal die Verpackung drin gelassen, muss jetzt nicht nochmal sein, und hier noch einmal die, das X-Ray-Bild dann nochmal im Querschnitt. Finde ich ziemlich cool gemacht. Oben ganz normal Uranus nochmal abgebildet. Und einmal das Blueprint des Fliegers. Und unten drunter nichts Besonderes, außer nochmal Blueprint. Ja, einfach mal zur Seite mit dem Karton. Und jetzt widmen wir uns natürlich dem Kernstück des Reviews, der Figur selbst. Wie ihr seht, die Figur ist auf diesem netten Ständer drauf. Dieser Ständer ist quasi der Fuß von Uranus selbst. Mit einem kleinen Add-on-Part hier oben aus durchsichtigem orangenem Plastik. Das sind quasi einmal zwischen diese Beine des Robotermodus geklemmt wird und schon hat man quasi einen Flugständer. Finde ich ziemlich cool gemacht. Man kann ihn natürlich auch gerade hinstellen, wie auch immer. Die Figur an sich als Flieger. Natürlich hat diese Figur auch die Möglichkeit, hier das Cockpit zu öffnen und hier die zwei Sitze zu zeigen. Echt gut gelungen. Schönes Detail. Und was diese Figur hat, aber das ist komischerweise die einzige Figur von dem ganzen Team, die das besitzt. Man kann hier vorne die Spitze vorsichtig auseinanderklappen und hier quasi den Radarkopf quasi freilegen. Finde ich ein sehr schönes Detail auf jeden Fall. Und ja, man muss natürlich nur aufpassen, die kleinen Ärmchen hier, die damit fest sind, sind wirklich absolut dünn. Ja, wie ihr seht, habe ich hier die Sticker von Reprolabels komplett aufgeklebt, damit er quasi wie Air Raid auch aussieht. Air Raid wird selbst in einem Schwarz geliefert, was manchmal, ja, man sieht es jetzt hier, leicht golden schimmert. Ich versuche es mal vielleicht ein bisschen näher einzufangen. Ist aber nur komischerweise das einzige Teil, was hier leicht golden schimmert. Ansonsten ist die Figur durchgängig die gleiche Farbe, kann man sagen. Man sieht halt nur, wie gesagt, hier so ein bisschen, dass die Farben sich verändern. Aber ansonsten durchgängig schwarz. Ja, in dem Schwarz sind ganz leichte Glitzerpartikel mit eingearbeitet. Man sieht sie kaum, außer man achtet sich jetzt ganz explizit darauf. Man sieht hier die Sticker AF1210.
Und ja, die Autobahn-Symbole, die natürlich noch links und rechts jeweils dann noch draufgeklebt sind. Die werden natürlich nicht mitgeliefert, das heißt, man muss natürlich dann, wie gesagt, einmal komplett selbst mit beisteuern. Auch hier diese grau-rot-gelben Streifen sind beim Original nicht so vorhanden. Jedenfalls das Grau ja, aber nicht jetzt halt in diesem Silbern. Ja, an der Seite sind noch diverse Sticker noch mit angebracht. Wie seht es hier einmal? Jet Instinct Danger, auch sehr gut gelungen. Hier überall, hier ein Autobot-Symbol dann nochmal. Und drunter sehen wir auch nochmal ganz viele Sticker. Das sind alles, wie gesagt, die Repro-Labels und ich bin echt beeindruckt von denen. Und ich werde sie mir auch definitiv noch für die restlichen Team-Member holen. Bei zwei Team-Membern fehlen sie mir noch. Ja, die Figur an sich, wie gesagt, wie ich schon sagte, wird hier auf dem Fuß geliefert. Die kann man so zur Seite winkeln. Ja, nach oben, unten, wie auch immer. So, um jetzt einfach aber nochmal auf das Flugzeug einzugehen, nehme ich jetzt einmal den Ständer ab. Splitte den Fuß, ziehe es raus. So. Ja, wie gesagt, das ist jetzt der Flieger. Und die Raketen sind, wie gesagt, auch unter den Raketen, unter den Flügeln befestigt. Das Einzige, was ich an dieser Figur ein bisschen schlecht finde, sind die Art der Flügel. Die lassen sich so zusammenklappen. Was ja eigentlich nicht schlecht ist, aber ich befürchte jetzt schon, wie es bei einigen Membern der Fall ist, dass die Gelenke hier leicht ausleiern mit der Zeit. Ja, dann hier vorne, die Einschubdüsen sind hier auch relativ locker. Muss dann wirklich richtig fest runterdrücken, dass sie auch so bleiben, aber das tun sie meistens nicht. Ja, was soll ich groß sagen? Die Triebwerke, finde ich, sind sehr detailliert, machen auch echt was her. Also da hat sich TFC Toys echt ja, in Zeug gelegt. Und auch unten drunter, wie wir sehen, die Figur ist sehr schön gemacht. Hier vorne sieht man natürlich den Kopf. Habe ich jetzt mal rumgedreht, dass das Gesicht innen ist. Finde ich so schöner. Hier außen die Hände vom Robotermodus. Hätte man vielleicht ein bisschen anders gestalten können. Aber ja gut, so ist es auch in Ordnung. Dann hier das Fahrgestell kann man ausklappen. Hier vorne ebenso. Was ich ein schönes Detail finde. Ja, und die Waffen sind, wie gesagt, hier unter den Flügeln befestigt, haben hier so einen kleinen Nose Cone, den man quasi hier drinnen befestigen kann und damit die Rakete verstauen kann, so. Oder wie gesagt, diese Halterung. Was ich gefährlich finde bei dieser Figur, muss ich ganz ehrlich mal sagen, die Flügel hier sind so verschwindend hauchdünn, selbst ein Fingernagel ist da noch dicker. Auf jeden Fall. Es hält bombenfest, also ist nicht jetzt so, dass es kaputt bricht, aber ich habe mir hier schon eine ordentliche Schnittwunde zugezogen, weil es also rasiermesserscharf ist. Nichts für kleine Kinder, sage ich gleich dazu. Wer eine andere Figur sein, oder wie gesagt, andere Figuren seinen Kindern holen will, ist damit besser beraten als mit TSC Toys. Die haben halt trotz hoher Qualität immer wieder diese rattenscharfen Plastikteile. Ja, die Waffen nehme ich jetzt einfach mal kurz ab. Und dann kommen wir auch gleich zur Verwandlung über. So, die Verwandlung ist relativ simpel bei der Figur. Wir drehen einmal die Flügel nach oben. Aber aufpassen, hier innen drinne ist ein kleiner Pack hier, der quasi hinten im Rücken quasi der Figur komplett befestigt wird. Einmal rauskippen und dann kann man die Flügel hochklappen. Dann einmal die Flügel so herum. So. Ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht gehabt, wie ich es eigentlich vorhabe. Ich mache es jetzt strikt nach Anleitung, gehe ich aber gleich nochmal direkt drauf ein. Jetzt einmal hier diese Nosecones nach oben klappen, nach hinten. Den Kopf ebenso nach oben klappen. Anschließend die Flügel seitlich auch erstmal zusammenklappen. Jetzt vorsichtig sein, die Beine ein bisschen splitten und vorsichtig versuchen rauszuziehen. Ihr könnt, je nachdem wie es bei euch aussieht, ich habe zum Beispiel hier die Hände relativ fest drinne. Das ist also wirklich schon bombenfest. Erst die hier rausziehen, die sind hier an der Seite quasi einfach nur eingesteckt. Ist also nicht so, dass es jetzt mit irgendeinem Pin groß festgemacht wurde. Trotzdem vorsichtig am besten erstmal die Arme lösen. Sonst kann es passieren, dass vielleicht die Arme kaputt brechen. So seid ihr auf Nummer sicher. So, jetzt ein Bein rausziehen, das zweite vorsichtig rausziehen, so, bis hier die Kniegelenke sichtbar werden. Anschließend
hier unten die Füße rausklappen und rumdrehen. Das gleiche hier noch einmal. Rausklappen, rumdrehen. So. Jetzt sieht die Figur natürlich schon ziemlich komisch aus, aber das ist noch nicht alles. Jetzt drehen wir einfach mal den Kopf komplett herum. Drehen die Schultern komplett nach oben. Drehen die Arme so herein. Um quasi die Arme endgültig zu formen. Lassen die aber am besten erstmal in dieser Position. Erkläre ich auch gleich wieso. Jetzt einmal die Flügel komplett nach oben klappen und rumklappen. So. Hoch und rum. So, und jetzt hat TFC Toys hier eine Sache gemacht, die ich richtig geil finde. Man kann quasi wie die Decepticon-Seeker aus dieser Figur bauen. Also so wären jetzt die Flügel eigentlich gedacht. Ihr könnt aber auch die Flügel offen lassen. Einfach so. Und diese kleinen Seiten einfach hochklappen. Ja, ihr seht recht. Sieht fast aus wie einer der Seeker. Ziemlich cool gemacht. Dann könnt ihr jetzt hier die Rückklappe noch hochklappen. So. Ja, und es sieht fast aus wie ein Conehead. Auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Jetzt die seitlichen Flügel einmal nach oben klappen. Hier ebenso. Die Triebwerke klappt ihr hier einmal seitlich auf. So. Jetzt klappt ihr die Düsentriebwerke nach oben. So. Müsst aber aufpassen. Ein kleiner Winkel muss quasi hier gewährleistet sein, dass die Figur auch wirklich steht. Testet das am besten mal aus, wie es natürlich dementsprechend bei euch besser passt. So. Jetzt einmal Figur gucken, ob sie gerade steht. Jetzt könnt ihr die Beine noch runterklappen. So, jetzt habt ihr quasi die Figur fertig verwandelt. Ich klappe sie aber jetzt mal runter, weil ich möchte natürlich die Figur original haben. Klappt die Flügel runter. Und jetzt zeige ich euch, was ich vorhin meinte, wie ich es bei mir gemacht habe. Ich habe dieses Autobot-Symbol einfach nach innen geklappt, um den Connector hier an der Seite frei zu haben. Der Vorteil daran ist, ihr könnt dann die Raketen ihm quasi hier an der Seite befestigen. So, bevor ihr jetzt dieses Nose-Cone richtig festmacht, müsst ihr jetzt hier vorne dieses Rückenmodul erstmal richtig hochklappen. Das heißt, ihr habt hier dieses Teil so hoch. Und das kriege ich irgendwie nicht so ganz hin. Ah, irgendwie spinnt das bei mir jetzt gerade. Das muss ich mal gucken. Ah ja, so. So, und jetzt habt ihr quasi das Rückenmodul richtig verwandelt. Die Füße hinten sind frei. So, und ja, jetzt habt ihr quasi Air Raid fertig verwandelt. Jetzt könnt ihr eben noch hier die Waffen entweder in die Hände geben. So. Habt ihr quasi, ja, wie so Pistolen. Oder ihr könnt es machen, wie es natürlich auf dem Box Art zu sehen ist. Na, wenn ich es jetzt mal hinkriege, das lässt sich hier ziemlich schwer rausdrehen. Ihm natürlich auch mal hier unten in die Hand geben. Na, blöde Sache. Und jetzt quasi so die Arme formen. Man könnte jetzt denken, dass es hier wie so eine Art Melee-Waffe ist. Ihr könnt natürlich auch was anderes machen, was ich natürlich eigentlich viel stylischer finde. Ihr könnt auch die Waffen hier an der Seite befestigen, am Arm. Ich finde, das macht deutlich mehr her, auf jeden Fall. So, so könnt ihr es machen. Oder wie ich es natürlich auch getan habe, weil ich habe ja mir das Wings of Uranus Set geholt. Da hat jede Figur eine eigene Waffe mit dazu bekommen, im Stil der Original G1 Figuren. Dazu dann aber auch später mehr. Würde ich jetzt die Raketen hier an der Seite befestigen. So. Ja. Wie gesagt, das ist die Figur. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Details der Figur ein. Das Gesicht, finde ich, ist absolut super gelungen. Hier hat sich TFC Toys echt, ja, ins Zeug gelegt. Wie ihr seht, selbst hier die Headpipe-Funktion ist einfach übelst geil. Das heißt, also ihr habt wirklich richtig guten Lichteinfall. Und auch hier oben, die Teile, gehören mit zu der Lightpipe-Funktion. Das heißt, nicht nur der Visor, sondern auch oben beim Kopf, was ich cool finde, absolut.
Der Kopf ist selbst weiß aus, und hinten aus gelbem Plastik. Vorne das Gesicht ist silber. Man sieht richtig schön den Mund und die Nase. Der Kopf, wie ihr seht, ist auf einem Kugelgelenk. Lässt sich nach unten winkeln, nach oben und auch zur Seite. Lässt sich auch um 360 Grad drehen. Die, oder gesagt, der Brustkorb, ihr seht selbst, ich habe die Repro-Labels hier befestigt, hat noch die Möglichkeit, hier aufgeklappt zu werden und Raketenmagazin en masse quasi freizulegen. Ihr seht selbst hier überall. Geile Sache auf jeden Fall. Gefällt mir. Können auch Täuschkörper sein, wie auch immer. Ja, die Hüfte ist jetzt relativ unspektakulär. Durch die Repro-Labels sind hier so einige kleine Farbspots dazugekommen. Deswegen empfehle ich es auch jedem, weil es macht wirklich deutlich mehr her. Ebenso hier vorne die Brust wäre hier eigentlich nur gelb gewesen und hierdurch hat sie natürlich deutlich mehr Farbe bekommen. Ja, das Einzige, was nur halt blöd ist, aber das kann sich jeder selbst ausrechnen, wenn hier hinten alles angeraut ist, Sticker darauf zu befestigen, ist relativ schwer. Ja, auch hier seht ihr durch die Repro-Labels ein schönes Autobot-Symbol und wie so ein Elite-Zeichen. Auch hier die Details am Arm finde ich echt gut gelungen bei der Figur. Und ja, das Rückenmodul finde ich ist passend verstaut. Nur hier oben, hinten nichts groß. Die ist nicht wirklich backlastig, die Figur steht ziemlich gut. Je nachdem natürlich, wie man die Thruster unten befestigt. Ihr seht selbst, die Thruster lassen die Figur stehen. Und auch hier an den Beinen habe ich natürlich die Repro-Labels angebracht, um deutlich mehr, mehr Tiefe quasi in die Figur hineinzubringen. Die Repro-Labels sind ungefähr im gleichen, aus dem gleichen Material wie damals die Original G1-Sticker. Nur teilweise ein bisschen haltbarer, muss ich zugeben. Auch hier die Details in den Beinen, echt cool gelungen mit den ganzen Zahnrädern und den ganzen pneumatischen Stangen. Ja, um jetzt aber einfach mal zum Abschluss zu kommen für diese Figur. Wie gesagt, Air Raid ist auch einer meiner liebsten Team-Member. Er gefällt mir von allen mit am besten. Er lässt sich jetzt in den Fußmodus verwandeln. Dazu nehmen wir erst einmal die Raketen ab. Bringen ihn quasi wieder in den Flugzeugmodus. Vorher nehmen wir aber einmal hier dieses Teil ab. Komplett. Dieses weiße Teil hier kommt nämlich dann in den Fuß. Dieses Teil könnt ihr quasi entweder in der Figur von Hause aus verstauen, hier unten drin, dort oder auch dort, ist egal. Ich muss aber dazu sagen, dass ich, das sieht nicht so gut aus. Schwarzer Fuß, weißer Pin, nein. So, ihr dreht hier einmal die Füße wieder hoch. Hier ebenso. So. Dreht hier die Arme, die Thruster und so weiter nach oben. Drückt jetzt die Füße aneinander. So. Dann öffnet ihr den Brustkorb. Klappt den Fuß, den Kopf nach unten. Jetzt aber bitte aufpassen, diese Schraube ist gleichzeitig der Port. Und hier unten ist auch nochmal ein kleiner Port. Das heißt, ihr müsst hier quasi das hier miteinander verbinden und feststecken. Ist ein bisschen tricky bei der Figur, aber es geht. So, und schon steht es fest. Seid nicht beunruhigt, dass hier dieser Brustkorb absteht. Das ist beabsichtigt. So, anschließend öffnet ihr wieder die Arme. Hier ebenso. Na, so. Dann die Flügel. Würde ich jetzt an eurer Stelle erstmal abnehmen. Macht einiges deutlich einfacher. Jetzt schiebt ihr die Beine wieder zusammen. So. Dreht die Knieplatten nach unten. Hier ebenso. Die Arme könnt ihr jetzt wieder hier reinschieben. Die Seitenflügel erstmal öffnen. So. Das wieder befestigen. So, jetzt wieder reinschieben. Flügel wieder öffnen. So. Jetzt die Flügel wieder hochklappen. Hier bitte aufpassen. Hier oben sind kleine Spitzen. Die müssen hinter den Daumen. Das heißt, hochklappen und dann hinter den Daumen schieben. Die Hand hält dann automatisch quasi diese Flügel mit fest. So.
Anschließend hier hinten das Teil wieder runterklappen. So. Dann die Nosecone wieder nach unten. Und jetzt das Fußteil hier mit verbinden. So. Jetzt könnt ihr die Flügel wieder hier an die Seite dran stecken, wenn ihr wollt. Ich würde es natürlich machen. So, und schon ist der Fußmodus fast fertig. Jetzt müssen wir nur die Waffen hier vorne in die Arme der Figur wieder stecken. Ihr könnt sie nach oben, nach unten zeigen lassen, wie es euch beliebt. Ich mache es immer so. Ja, und schon ist quasi der Fußmodus fertig. Ziemlich cool gelungen auf jeden Fall, gefällt mir, macht auch einiges her. Ich habe auch einige gesehen, die natürlich den Fußmodus andersrum drehen, die drehen quasi das so nach vorne. Ist auch eine Möglichkeit, aber mir gefällt es jetzt nicht, deswegen lasse ich es original. So, ihr könnt natürlich auch bei dem Fuß, könnt ihr mehrere Bewegungen natürlich hereinbringen. Ihr könnt einmal den Fuß zur Seite kippen, um eine sehr dynamische Pose zu machen, natürlich beidseitig möglich. Ihr könnt auch den Fuß nach vorne kippen lassen, als wenn er quasi gerade läuft. Ihr seht selbst, er ist sehr gut ausgewogen. Das heißt, er steht wirklich bombenfest. Ihr seht selbst, er kippt auch nicht um. Ihr könnt hier hinten den Fuß auch nach unten dann drehen. So, um es noch ein bisschen mehr Standfuß quasi zu geben. Ihr könnt alles Mögliche machen. Ihr könnt auch den Fuß komplett rumdrehen, wie auch immer. Ich muss sagen, hier sah für mich aus fast wie ein T-Rex-Modus. Hier der Unterkiefer, hier Oberkiefer, hier die Augen, hier der Hals. Ja, ich fand es ein bisschen merkwürdig. Aber ja, okay. Es ist zu viel jetzt der Fantasie. So, wie gesagt, das ist jetzt der Fußmodus. Na. Die Gelenke sind bei mir noch sehr steif. Lassen sich noch relativ schwer bewegen. Ja, wie gesagt, das war jetzt Air Raid, aka Eagle. Und ja, ich gebe der Figur auf jeden Fall von der Beweglichkeit her, ähnelt der natürlich jeder anderen der Team-Member, 10 von 10 Punkten. Und Beweglichkeit, super, überall Kugelgelenke und Scharniere. Details, einfach klasse, natürlich durch die Repro-Labels noch ein bisschen schöner, auf weite Dauer. Macht auf jeden Fall was her. Flugzeugmodus gefällt mir 1A. Robotermodus 1A. Fußmodus 1A. Überall 10 von 10 Punkten. Ja, so viel dazu. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Ich werde euch gerne auch Tipps geben für die Fixes der Figuren, wenn irgendwelche Sachen nicht mehr richtig funktionieren, wenn Gelenke ein bisschen wackelig sind, wie auch immer. Kann ich euch gerne Tipps hierzu geben. Ich habe sehr viele Guides angesammelt und auch mir selbst angeeignet, aber die Figuren brauchen es zum größten Teil mittlerweile nicht mehr. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder mich weiterempfehlen würdet. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal in meinem nächsten Review. Und bis dahin wünsche ich euch was, euer Rex4.